Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bredrags Ark Adventures. Und ja, wie angekündigt, habe ich es endlich hingekriegt und vernünftig unsere Shinies eingestellt zum Zähmen, so wie sich das gehört. Ich habe jetzt hier, haben wir die richtige Taste? Ja, hier diese Fernbedienung und mit der können wir jetzt wunderschön nachgucken, was denn da an Shinies wo rumrennt. Bevor ich die Einstellungen geändert hatte, ja, wäre die Fernbedienung zwar herzustellen gewesen, aber da hätte man Knöpfchen drücken können bis zum jüngsten Gericht und da wird sich gar nichts tun. Jetzt tut sich aber was. Lass uns mal aus dem K-Modus hier rausgehen. Und ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, hier ist nie. Und ja, wie wir hier schon sehen, haben wir eine lange Liste mit Shinies und da sind auch die Trick or Treats drin vertreten. Und ja, die werden wir heute nachgehen. Jetzt können wir die viel besser aufspüren und dann zu den hinreisen. Was ein kleines Problem mit der Karte hier ist, die Punkte, die angezeigt werden, zum Beispiel das Mii hier oder sowas, das stimmt nicht ganz mit der Location überein, wo man tatsächlich steht. Weil der Pfeil hier müsste ja ungefähr eigentlich hier sein. Auf der Sumpfinsel in der Höhle sind wir gerade. Das stimmt nicht so ganz. Außerdem haben wir noch drei Untermaps. Steht Gott sei Dank dran, in welchem Biom die sind. Zum Beispiel Wadiland. Wadiland ist, glaube ich, das Ding hier unten oder so. Wannerheim ist ziemlich klar. Hier Trick or Treat, Aberration, Direbeer ist in Wannerheim. Den könnte man, glaube ich, auch direkt als erstes mal angehen und versuchen, den zu finden. Der ist da bei 2104. Da müssen wir also hin. Dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, dass wir die aufspüren. Und ja, das heißt aber auch, dass wir relativ viele Jump Cuts hier machen, wo wir zu denen hinfliegen. Warte mal, vielleicht ist Noelle nicht so gut geeignet. Wir brauchen etwas, was die Sachen in die Krallen nehmen kann. Dafür habe ich extra schon Preußen und Kolossus. Preußen war unser Agenjara aus dem Typ 3 Hybriden und Kolossus aus dem Typ 1. Ja, Kolossus kann große Sachen aufheben. Für so ein Direbeer müsste, glaube ich, Agentaris nicht mehr funktionieren, sind wir Agenjara. Aber du funktionierst da mit deiner X-Attacke, genau, die X-Attacke war es. Musste ich mal ein bisschen überlegen. Ja gut, dann auf nach Wannerheim 2 und 104 war es, glaube ich, ne? Oh, da muss ich mir jetzt besser merken. Das muss ich mir besser merken. Denn die Liste ist so lang, den richtigen da Trick or Treater rauszusuchen, ne? Spyglass wieder anmachen hier. Das hat gerade nicht so funktioniert. Ja, und jetzt wird es besonders tricky, denn wenn wir hier die Map aufrufen, um zu gucken, wo wir uns denn hier orientieren oder so weiter. Naja, das Koordinatensystem stimmt nicht mehr wirklich so überein, weil, ne, wir sind ja auf einer ganz anderen Map. Ganz andere Map. Da müssen wir mal, theoretisch müsste 2 in die Richtung sein. Ist das hier auch? Müssen wir mal oben auf unsere Koordinaten achten. Das funktioniert noch. 204 oder sowas war das, ne? Gucken wir mal, ob wir den Diabell hier finden. In der Zeit auf dem Weg dahin, sei nochmal erwähnt, die Season ist hier nicht mehr allzu lang und dann kündigt sich bald eine neue Season an. Wenn ihr mit dabei sein wollt, ich weiß noch nicht, welche Mods wir da benutzen und auf welche Karte wir spielen, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Momentan spielt mir Crystal Isle vor. Ne, Quatsch, The Center war es. Ja, aber wenn ihr da mitspielen wollt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage über Steam. Das ist am leichtesten für mich, da kann ich, ne, auf dem Server dann über Steam-ID einstellen, wer da drauf darf und euch anwispern und so weiter, also Späßkes mehr. Und ja, die ersten 5, die mir da eine Freundschaftsanfrage schicken, dürfen dann mit in die neue Season da auf die Map drauf. Und ja, mal gucken, wie viel Spaß wir dann da zusammen haben. Ich denke mal, das ist ein kleines Dankeschön dafür, ja, dass ihr meine Videos anschaut, Likes drunter packt, abonniert habt, obwohl das Abonnement ist nicht wirklich Pflicht dafür. Könnt ihr auch Freundschaftsanfrage schicken, wenn ihr nicht abonniert habt. Wir sind schon am zweiten Fliegen. Scheiße. Ja, ist ein kleines Dankeschön dafür, dass er den Kanal ein wenig pusht, dass er so ein bisschen vorankommt. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich denke mal, das wird ganz lustig. Wird ein bisschen eigentlich anders als diese Season. Diese Season ist ziemlich viel Dinos vorstellen. Guck mal, das ist der und der Dino, der kann dat und dat und so kostet der. Das ist ja nicht normalerweise, wie wir die Seasons spielen. Die meisten Seasons haben wir richtigen Progress, dass wir wild irgendwo über 10 gehen und so weiter und immer stärker und stärker werden, bis wir uns krassen Bossen stellen können. Das ist hier teilweise auch gegeben, aber die Dinos, die wir hier extra rauskriegen, die kriegen wir halt aus der Hybrid Station raus, die müssen wir zusammen basteln. Also ist das ein bisschen anderes Gameplay. Hier haben wir so ungefähr die 2. Mein Gott, die Koordinaten sind schnell abgeflogen hier. So, und dann Richtung 10. Oder nee, Quatsch, 104, sowas. So, da hatten wir auch schon gerade einen Ginger Diplodocus gesehen.
Aber wir suchen, wie gesagt, wir suchen nur die Trick-or-Treats. Ektoplasma haben wir gestern ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Du müsst nicht allzu weit sein. Hast du das nicht eventuell schon? Hier sind auf jeden Fall schon Bären am Rumrennen. Schön die Glubscher aufhalten. Ja, mal gucken, dass die Globax uns nicht irritieren, denn die leuchten auch so ähnlich wie Shinies. Und nicht nur die, sondern auch Gashas. Gasha, wenn die Kristalle ausspucken, die leuchten genauso wie die Shinies. Das ist dasselbe Leuchten. So. Da hätte ich jetzt so eine Rune vermutet. Oh, hier müsste so langsam müssten wir in den Bereich reinkommen. Wir sondieren so langsam. Wie stimmt das denn mit der Karte hier überein? Ja, das geht noch so einigermaßen, ne? Also, wir müssen erstmal wieder so ein bisschen so. Da müsste die 104 irgendwo sein. An der Felswand ungefähr. Kann der? Trick or treat, Aberration, Direbeer. So, wenn nichts drumherum ist, können wir dich gut mitnehmen, aber du kämpfst schon gegen den Raptor. Oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Da, jetzt, du bist jetzt mittlerweile, bist du da alleine. Wunderbar. Hast du, oh, jetzt hast du mich doch noch ins Zeug gekriegt. So. Habe ich dich in den Krallen drinne? Nein. Aber ich habe doch nach dir gegriffen. Komm mal. Jetzt aber. So. Gut, unsere Taming-Pen, die wir haben, die ist ein bisschen nah an unserer Basis dran. Ich meine, du wärst jetzt auch noch relativ sicher, hier zu zähmen. Aber ich habe da was anderes vorbereitet. Eigentlich habe ich das vorbereitet, na, weil ich King Daddy D-Mac da mal ein Bildchen von geschickt habe auf Twitter. Hier so von wegen, nee, das, so mach mal so. Das ist eine gute Möglichkeit. So, dann Taming Cave, habe ich doch gedacht, ne? Taming Cave. Auf jeden Fall ist da schon mal was vorbereitet, wo wir dich gut wegzähmen können müssten. Und dann probieren wir dich mal aus. Du siehst auch so schon ganz hübsch aus. Wieso bin ich jetzt hier unten gelandet? Da oben ist die Plattform. Und du bist noch bei uns in den Krallen drin. Momentchen mal, das passiert sonst aber sonst normalerweise nicht so. Lass mal los. So, du bist jetzt in unserer Taming Cave. Wunderbar. Schön in dem Käfig drinne. Hast auch noch keine Akro gezogen. Du hängst da so weit tief hinten in den Füßen drinne, dass du kein Akro gezogen hast. Das ist wunderbar. Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen hier erweitern, dass unser Vogel da nicht runterfällt. Regulärer Quetz macht das nicht, oder Wirf? Nevermind. So, jetzt beginnt der lustige Teil. Jetzt geht nämlich das große Ratespiel los. Was meint ihr, was kommt da raus mit welchem Geschlecht? So, Tipps jetzt abgeben, so mental bei euch. Ich sag, da kommt ein weiblicher Agenjara raus. So nehme ich jetzt mal so als erstes so als Vorschlag. So, hier kannst du es nicht großartig abhauen, hier kommt uns nichts in die Quere rein. Und bums, da gibt es noch ein Netz drauf. Hoffentlich habe ich den Kolossus da oben richtig eingestellt. Sieht aber gut aus. So, jetzt dürfte ich auch relativ schnell ausnocken. Ja, du hast doch gut Widerstand. Du Aberration, Trick or Treat, Direbear. Ja. Zeit haben wir satt. Zeit haben wir satt. Und du brauchst, was brauchst denn du? Honey oder Superior Kibble? Beides dabei. So, ausgenockt bist du. Ja, dann kriegst du jetzt dein bevorzugtes Futterchen. Erstmal hier, du packen. Oh, hier ist was in der Höhle drin. Hier ist ein Terror in der Höhle drin. Wie kommt ihr jetzt hier rein? Sonst kommt hier nie was rein. Alright, um euch kümmere ich mich sofort. Superior Kibble, 4 Stück oder Honig, 4 Stück. Du kriegst Honig. Gib mir eins zurück. Hier kriegst du das Ausdarf-Ding. Und wie gesagt, du wirst ein Agenjara. Oh weh, du verwandelst dich jetzt nicht, wa? Boings, verwandelt und Channel Megatherium. Hallo? Pteranodon. Seit wann kommt ihr alle in die Höhle hier rein? Okay. Ja, du bist ein Megatherium geworden. Ein 232er. Herzlichen Glückwunsch. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn das jemand getippt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig, richtig. Das ist doch faszinierend, wa? King Daddy D-Max spielt seit. Wie viele Seasons hier? Ich glaube 5 oder 6 Seasons oder so spielt er jetzt auf der Map. Nimmt diese Höhle ständig als Taming Cave. Nie was reingerannt. Komm, gehen wir hier einmal was sehen. Schon haben wir hier Zeugs drin reingerannt. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, ist ja nicht. So, mach mal alles putt hier. Unbelievable. Nicht abbauen. Böses Wasser. Geh mir aus meiner Box da raus. So. Ja.
Das ist doch schon mal ein guter Start. So habe ich mir das eigentlich gestern vorgestellt für die Folge und vorgestern. Ja, nur beim so rumfliegen und suchen ist mir irgendwie kein Trick-or-Treat vor die Nase gekommen. So, wen haben wir denn als nächstes hier? Oh, gehen wir die Liste ganz runter, machen wir die neuesten. Du bist in Runenheim Forest. Wo ist denn Runenheim Forest? Das könnte eventuell auf Asgard sein. Runenheim Forest. Wo sehe ich denn hier eine Markierung? Normalerweise wäre da so eine gelbe Markierung dann drauf. 1096. Das muss da. Ist das Asgard oder ist das wieder Vanaheim? Oder ist das hier sogar? Oh, ist das nicht. Warte mal, 1096, das ist ganz in der Nähe hier. Lass mal gucken. So, erstmal die 10 einloggen. So. Und Peak Up. Auf die 96. Was bist du für eine Zone hier? Runenheim Forest, da musst du ja doch hier sein. Was suchen wir jetzt genau? Irgendein Trick or Treat. Naja, bis 96 haben wir noch ein paar Meter. Da. Du bist auf jeden Fall auf. Ja, Trick or Treat, Aberration, Triceratops. Du jagst, was jagst du denn? Du jagst ein paar Dilos, ist sonst noch was Böses hier in der Ecke? Nee, ein paar Kombis halt. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Ich glaube, ich brauche auch nicht in die Höhle bringen. So, oder? Eventuell doch. Ja, kommt mal wieder an Land. Kommt mal wieder an Land. Kommt mal wieder an Land. Du, Mann, du ertrinkst mir da noch. So, jetzt habe ich dich. Ja gut, dann gehen wir doch wieder in die Höhle zurück. Alright, das ist die falsche Family nun. Drei Familien hintereinander. Wunderbar. Ta. Taming Cave. Wunderbar. So schon einigermaßen besser. Du stehst auf der Plattform drauf, wie du sollst. Jut, 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 jut. Sweet. Von da kannst du mir nicht entkommen. Viel Spaß mit den Trank Darts. Schön stillhalten. Oi. Da habe ich wohl die Kante getroffen. Und guten Nächtle. So, du brauchst fünf Grüne. Und wie gesagt, du musst ein Giga werden. Boinks, da rein. Ausstaff-Paste da rein. Und gut ist. Kämpft da wer? Und. Und Gasback. All Hallows are Gasback. Okay. Dann kriegen wir auch solche Sachen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So, der nächste wird ein Hybrid. Was kriegen wir denn? Ein von denen, die wir immer suchen. Ein Zank, Tong, Zank, Ting, Ting, Tong, Ting, 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 Tong, Ting, Tong, Tong, Ting. Wie hieß das scheiß Ding nochmal? Ne, du bist falsch. Ich will scannen. So. Rogue. Zanto, da. Zanto, Thanatos. Genau, so was wirst du jetzt. So, habe ich jetzt beschlossen. Gut, dann lassen wir erstmal wieder zur Last Remote Location zurück. Was ist alles Wannerheim hier? Superschön in Dunkelheit. Superschön. Allerdings zu dunkel für YouTube. Fliegen wir halt ein bisschen durch die schwarze Suppe hier. Kein Problem. Das ist alles noch Wannerheim. Das zählt noch nicht als das Gebiet, wo wir hin sollen. Vielleicht an Asgard oder so. Asgard würde ich mir auch noch vorstellen. Jotunheim glaube ich nicht. Da ist auf jeden Fall noch eine Rune auf dem Baum. Ich sehe da rot leuchten. So, hier, ich meine, hier sind Sarkos. Sogar zwei Sarkos. Trick or treat Sarko. Ja, guck mal einer an. Bist du denn dann auch der See? Ich gucke mal eben die Rune ab. Und guck mal, ob du dann Freya See heißt. Ja, doch, doch, Freya Spring steht noch dran. Siehste, da brauchst du den richtigen Riecher für. So, wie kriegen wir dich denn dann da gescheit da aus dem Wasser raus? Ich müsste eigentlich nur am Ufer stehen. Hier müssen wir mal ein bisschen hochgammern dann. So. Kriege ich Akku von euch? Müsste eigentlich jeden Moment passieren, wa? Du bist auf was bist du eingestellt? Passiv. Sweet. Lass uns mal erstmal die Pampe rausholen. Für den Sarko, den wir nicht haben wollen. So, du da. Dich wollte ich haben. Nett ganz schon bereithalten. Sarkolein. Komm mal da von den Kaposchussen und so was weg.
Oh ja, guck mal, da haben wir dich doch. Ja, komm, noch ein Stück, noch ein Stückchen. Stückchen noch. Fein, fein, damit nichts anderes hinterherkommt. So, damit du nicht im hohen Gras hier drum liegst. Ja, du bist halb im Boden versunken, aber naja, guck mal, wie schön er glitzert im Dunkeln. Deshalb ist Shiny so toll. Nur schade, dass das die Aufnahmen immer versaut, das schöne Dunkle. So, gute Nacht. Was habe ich gesagt, was du wirst? Ja, genau, diesen Zang-Zang-Ting-Ting-Ting, männlichen Zang-Ting-Ting-Ting, oder wie der Ding da hieß. Drei blaue, 1, 2, 3, Starving Pace hinterher und zopp. Und Ghoulish-Tech-Stegosaurus, okay. Voll geschrumpft und sweet, oh, ich liebe dieses random Zeugs. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, und direkt ein Grab. Ja, das ist für den Sarko, der jetzt nicht mehr ist. Alright, 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 alright. Sweet, next, next. Oh, was Neues. Trick or Treat Aberration Lindbjörd Lake. 1846. Lindbjörd Lake. Ist das nicht bei uns da oben? Ist das nicht hier oben, ja? 1846. Ist das nicht unser See? Klar, wir wohnen bei 18. Dammit. Guck, 17,7 ist der Knochen. Dann ist direkt da, bei uns am See. Diplodocus, ne? Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon im Ladebildschirm. Da. Ah, nein, Spoiler. Nein. So, hier müssen wir einigermaßen schnell sein, denn unsere Pflanzen machen ja sonst den Garaus aus. Warte mal, kann ich dich hochheben? Ich habe da irgendeinen blöden Moshops in den Reifen drin. Wir müssen dich von den Pflanzen weglocken. Und ich glaube, da war noch ein Rogue Raptor da am Rumrennen. Das lila Leuchtende da hinten. Du Diplo kannst weg. Alright. Du, Diplo, du kannst zu uns rüber dackeln. Ist hier irgendwas Böses unterwegs? I don't think so. Wie gesagt, ein Rogue Raptor da unten. Guck nicht zu viel auf meine Basis, sonst das wird aber gespoilert. Ich hätte es wegpacken müssen. Das habe ich schon seit Tage über weggepackt. Ausgerechnet heute habe ich da nichts weggepackt. Damn! Muss er denn direkt vor unserer Basis spawnen? Trick or Treat Aberration Diplodocus. Wo warst du gestern? Was wirst du denn? Du wirst ein Dodo Infernum. Weibliches Dodo Infernum wirst du. Oh Gott, da müssen wir aber ein bisschen. Habe ich Roter Oktober noch dabei? Ich hätte Roter Oktober auch noch dabei. Mit dem Megatrupo hier. Come on. Ja, ich habe noch genug Trankards dabei. Mhm. Der jammt unsere blöde Longneck. Mach keinen Scheiß hier. Schubst mich ja gerade hier irgendwo hin, wo mir nichts passieren kann. Wir können mal Haare kurz wieder ausmachen. Brauchen wir momentan nicht. Oh, gucke mal. Der Feigling flüchtet schon. In den Pooper. Einmal Klöten löten. Und gute Nacht. 17 Kibbel brauchst du, du verfressenes Stück. Boing, boing, boing. 1, 2, so. Zack. Und Schlurf, Schlurf. So, Dodo Infernum. Weiblich Dodo Infernum. Das sind die kleinen Dodo-Viecher aus dem ersten Ordner. Also den Typen 4 Ordner, den wir hatten. Aus den Hybriden. So. Komm mal, lass mich einmal richtig liegen. Ach, du stinkst doch. Jack-O-Lantern Aberration Paraceratarium. Alright, 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 alright. Alright. So, ich hoffe, das Gespoilere ist nicht zu stark zu sehen. So, so, so. Ich guck mal schön in die andere Richtung hier.
was hast du sonst noch für uns auf Lager? Gott, wie lange ich da rumgeräselt habe, wo das scheiß Ding denn ist, wa? Und dann ist das direkt bei uns am See. Hammerhart. Noch einer direkt hier unten in der Liste drin. Trick or treat. Allosaurus 4044. Wannerland 4044. Könntest du mal die Karte regenerieren? Das müsste Wannerland, müsste hier sein, oder nicht? Ja, 4040 müsste hier sein. Blauer Obelisk. Wir suchen Allosaurier. Du bist ein Spinodino. Hallo, Allosaurier. Da. Trick or treat. Ja. Du bist auf jeden Fall in dem Pack mit drin. Apropos Pack, du bist ein Caribbean Bronto. Alright. Ihr spielt da mit Ameisen rum. Noel, ich pack dich mal ein. Ich kann auch alleine. Mhm. Allosaurier können wir netzen. Oder abballern. Kein Problem. Du down. Wo bist denn du? Da bist du. Die Ameisen nerven jetzt aber gerade genug. Ich höre dich. Hast du die Ameise für mich kaputt gemacht? Ich glaube, du hast die Ameise für mich kaputt gemacht. Gut, dann kannst du dich auch schlafen legen. Gut, was wirst du denn? Männlicher Moschops. Männlicher Moschops. Ja, du wirst männlicher Moschops, wirst du. So, fertig aus. Nicht, dass ich unbedingt einen männlichen Moschop haben möchte. Aber irgendwas müssen wir ja raten. Ja, wir müssen ja mal gucken. Der will wenigstens einmal so halb, so ungefähr, zumindest die richtige Art haben hier, wo ich mal richtig liege. Kann ja nicht immer daneben liegen. Das ist uncool. Das ist mein Kanal hier, meine Welt, mein Server, wo ich hier auch spiele. Ich muss einmal richtig liegen. Sonst ist es voll unfair. Wofür bezahle ich den ganzen Scheiß denn hier? Ja, du brauchst drei Superior. Und wie, du bist danach nicht Superior. Mein Moshop ist definitiv nicht Superior. Judy kannst du auch werden. Da würde ich mich auch drüber freuen. Wir haben ja noch für die Kibbel haben wir noch nichts, was uns die Kibbel herstellt. An Eiern. Man soll es nicht glauben. Bis jetzt war da nichts dabei, was es da für Eier gibt. Außer befruchtete Wirbeln eventuell. Du bist Ronish Allosaurier. Du bist Allosaurier geblieben. Okay. Ronish. Ronish hört sich interessant an. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür Ronish gestanden hat. Aber das konnte irgendwas Besonderes. Ich glaube, du hast mit Damage oder so. Kann das? I don't know. Okay. Ronish Allosaurier. Okay, das ist Das hätte eigentlich da stehen bleiben können und gucken, was als nächstes dran kommt. Gucken, wo es einigermaßen sicher ist hier. So. Ja, hier ist auch gut. Ich wollte zwar auf der Spitze landen sein, aber. Nanu. So, der nächste bitte. So, was haben wir? Abdominal mit XU Tyrannus. Naja, du bist aber kein Trick or Treat. Wir wollen heute die Trick or Treat Sabertooths. 90-12. Damit, jetzt wärst du da. Du wärst da hinten, ey. 90-12. Alles klar. Du da? Ja. Bingo. Da bist du. Ja, guck mal, da kannst du hier vorne an mir rumnibbeln. So, komm mal rüber hier. Gut, das reicht. So viel Aufmerksamkeit will ich dann doch nicht von dir. Einen dicken Tatzi-Katzi, Schmatzo-Fatz wollen wir da nicht haben. Trick or treat. Und aber ist da noch was? Ne, du hast das Mammut gekrisselt über dem Kopf. Der hätte treffen müssen. Hallo, Hitbox. Was wirst denn du? Du wirst ein Mammut. Männliches Mammut. Okay, zwei reguläre. Ich mache mir ein wenig Sorgen mit dem, was hinter uns steht. Komm, werd schnell zu einem Mammut, männlich. Und, ups, was bist du geworden? Candy Corn Iguanodon bist du geworden. Naja, okay. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich schneide das nachher so, dass du dann doch Mammut geworden bist. Kann ich das überhaupt? Ich wüsste nicht wie. Denn wir rennen ja wieder viele Jutis rum. Ach, ihr bösen Viecher, ey, blöden Viecher. Ich muss aber jetzt eben nachgucken, wo wir jetzt hin müssen. Lass mich mal hier draufstehen gehen.
So, ich glaube, wir können wieder normal gammern. Yeah, ist noch ein bisschen diesig. Aber ne, never mind. Ein paar brauchen wir noch. Come on, jetzt habe ich gut gelegt hier. Lass mal wieder von unten wegarbeiten, denn die ganz oben stehen sind am längsten auf der Map. Burning X-Rex. Damn, Burning wäre jetzt auch nice. Nee. Nee, 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 nee. Du musst dich schon verwandeln. Wo haben wir den nächsten Trick or Treat? Trick or Treat Aberration Raptor. Bjargfoss. Wo ist Bjargfoss? 4678. 4678. 4678. Okay. Bjargfoss. Never ever gehört oder gelesen. In welche Richtung muss ich mich denn da? In die Richtung muss ich mich orientieren. Alright, alright. Höhe gewinnen und dann Jetpack an und los. Vielleicht Höhe gewinnen, Noelle raus und los. Das glaube ich, ja, elementschonender und Noelle ist dann doch ein wenig bequemer dahin zu kommen. So, Schätzchen, Noelle, komm raus hier. Ah, wenn ich dich nicht hätte, war, Schätzchen. Du bist die Beste hier. Ah, du hast wieder Hunger, ne? Du bist voll scheiße. Bist du da nicht? Komm, ich will hier nicht einen blöden Fisch haben. Ins Target kriegen. Du bist ein regulärer Raptor. Du bist unser Raptor. Alright. Ah, shit. Hier ist aber eine Menge drumherum. Kano down. Dammit. Schnell passiv. Ja, komm mal noch ein Stückchen mit hier. Weil der Rex da und so. So. Noel, komm mal hier rüber. Ich vertraue dem ganzen Rex-Partner nicht. Wenn er sollte noch ein bisschen mit dem Bronto spielen. Dann wirst du jetzt ein. Du bist ein Rex, weiblicher Rex. Ich mache mir da ja ziemlich billig, ne? So. Eins, zwei, zack und zack. Du bist Raptor geblieben. Oh, jetzt mag ich dich nicht mehr. Noel? Noel, ey, Schätzchen. Sollst mir doch folgen. Ist das, weil ich dir kein Futter gegeben habe? Willst du deshalb nicht mit mir spielen? Ja, mach da das Bäuchlein voll. Sweet. Kannst du noch mal ein bisschen in den Brontos reinhauen hier, ein bisschen Bronto-Burger. Schmeckt super, super lecker immer, ne? Aber wir sind schon so tief, dass wir schon Fische mit dir rausfressen. Okay. Alright, alright, alright. Habe ich nochmal hochgegammert? Das sieht ja so diesig aus. Nee, ist normal gegammert. Alright. Gut, next. Das ist nicht mehr 54. Da bei dem Ghost Rex. Hier in der Allosaurier-Gruppe bestimmt. Du da. Candy Corn. Du bist Candy Corn. Du da. Trick or Treat. Du bist Trick or Treat. Gut, dann lass mich nur kurz hier den Ghostly Rex wegmachen. Ja, gut gebrüllt, Löwe Rex-Ding hier. Mach dich vom Acker. So, jetzt müssen wir hier gucken. Oh, das Mammut sieht auch cool aus. Das sieht voll. Du bist voll der A-Team-Van als Mammut-Version. So, könnt ihr mal aufhören, meine Beute da anzunibbeln? Ei, verbibsch. Ich rette dir. Bist du der, den ich suche? Du bist direkt der, den ich suche. Ja, dann nibbeln wir noch ein bisschen. Wunderbar, gute Nacht. So. Okay, wie hier nicht so rumgespielt. Ich mach dich hier direkt gar aus. Wenn deine Kameraden zurückkommen, tut mir leid, die kriegen eine Ladung Stroh zu fressen. Ist nun mal so. Und ich glaube, das. Ha, das Vergnügen haben wir auch sofort. Ich knock dich noch mal eben aus, bevor ich mich um die kümmere. Das ist ein Alpha-Raptor. Ja, spielt mal mit Noel rum. Noel, mach die Hälse aus, ja? Ich muss mal eben, da der wenigstens schon mal K.O. ist, muss er noch mal eben. Alpha Raptor, wenn du daran rumnibbelst, ne? So, nun ey, ich komme. Halt durch, Schätzchen. Lass mich aufsetzen hier. Komm mal, mach sie fertig hier. Candy Corn, seid ihr beides Shinies? Ich glaube, ihr wart beides Shinies. Never mind. So, hier, Alpha Raptor hier. Skelett Alpha Raptor, komm mal hier. Du machst mir meine Beute nicht streitig. Die gehört ganz alleine mir und sonst niemand.
Ja, schade, dass das Ultimate-Mammut jetzt weg ist. Ja, dann musst du dich jetzt in einem Ultimate-Mammut verwandeln. Du siehst echt cool aus hier mit deiner Maserung. Du brauchst wieder drei Superior. 1, 2, 3 kriegst du hier auch noch so ein Starving-Pass hinterher gedrückt. Wohl bekommst und werde zum schwarzen Mammut mit roten Hörnchen. Close enough. Okay. Okay, das ist schon das dritte Mal hintereinander, dass ihr euch in das verwandelt habt, was ihr vorher schon wart, nur mit anderer Musterung und so. Ich will andere Dinos haben. Naja, ich will. Kinder, die was wollen, kriegen wir auf die Beulen oder so. Wie war der Spruch noch? Haben wir noch was in Asgard? Da fehlt, war ich auch noch gerade ein Shiny zwischen. Da fehlt noch, Platte hängt. Eine Suchfunktion fehlt da noch, dass man bestimmte Sachen suchen kann. Also ein Suchfeld. Weil ich einfach eingehen kann, Trick or Treat, dann zeigt er mir alles Trick or Treats an. Oder ich gebe einfach Asgard an und er zeigt mir alles Asgard-mäßiger an. Oder sowas. So ein Suchfeld wäre da echt cool noch in der Fernbedienung. Die Summe müsste ich eigentlich hier durch die Weltgeschichte jetzt. I don't know. Da wäre die Vermutung, dass du. Da sind wir doch schon. Da sind wir doch schon. Dass du am Strand bist, relativ zutreffend. Oh, du siehst so richtig schön aus, du Zitrone. Du wirst. Du wirst ein weiblicher Bronto. Muss ich dich? Ich muss dich nicht ausmachen. Einsetzen. Weiblicher Bronto wirst du. Ja. Und gute Nacht. Fünf Kibbel brauchst du, verfressenes Viech. So, dann steh mal auf, mein weiblicher Bronto. Aufstehen, hopp, hopp. Und du verwandelst dich schon wieder in dasselbe, was du vorher schon bist. Seid ihr verbuggt heute? Die ersten paar haben sich schön random in irgendwas verwandelt. Jetzt macht er hier, ich bleib meiner Art treu und ich wechsle nur die Farbe. Kann ich ja ein bisschen nachvollziehen, aber trotzdem, ich bin jetzt gerade auf Suche nach anderem Zeugs. Da. Hier ist eine Menge drumherum, die wir nicht dabei haben wollen. Hier war eine Menge drumherum, die wir nicht dabei haben wollen. So, da haben wir auch noch eine Lutschmaschine. Aber wir sind nur an der Lutschmaschine hier interessiert. Wow, hättest du jetzt nicht schon den einen Schritt weiter hopsen können? Damit habe ich gerechnet und extra vorgezielt hier. Ei, na, du kannst einfach nur nicht zielen, ne? Das ist das Problem. Erzähl den Leutchen doch nichts, dass du ja vorgehalten hättest. Das ist natürlich totaler Bullshit. Und du bist schon direkt in der Flucht und K.O. Du brauchst. Danke, Peter. 3. Du wirst ein André Vasuchus. Weiblichen. So, so und so. Ja, dann ist definitiv ein André Vasuchus. Ich habe richtig gelegen. Yay, wir haben unser Ziel für heute erreicht. Ich habe einmal richtig geraten. Huhu! Nein, das war nicht. Das war kein Anthropoleur. Das hast du falsch gesehen. Das sind die neuen Viecher hier. André Vasuchus nennen die sich. Konnte man genau sehen. Erzähl doch nichts, dass das hier ein Anthropoleur war oder so. Ich betuddel nicht. Ich bescheiße hier nicht. Ich mache mal schön alles ehrlich hier. Dafür bin ich bekannt. Einfach unterstellt, dass das kein anderer Versuchus war. Hier, guck mal, hier kann man genau sehen. Hier hast du gesehen, guck mal, habe ich genau richtig gesehen. Ja, habe ich gerade gesagt, ne? Ja, wer hat jetzt recht gehabt? Meine Wenigkeit wieder, ne? Gut, aber hier sind wir erstmal für heute durch. Hörnchen hat uns heute Glück gebracht. Hörnchen saß nämlich die ganze Zeit bei uns auf der Schulter. Wem sind aufgefallen? Mir sind aufgefallen, weil ich habe das Ding halt auch ausgesucht für heute und da drauf gepackt. Na gut, das soll es aber erstmal für heute gewesen sein mit der Folge. Ich fand super lustig, das Ratespiel. Bin mit der Ausbeute ein wenig enttäuscht. Nichts hybridmäßig dabei, nichts super biffig starkes dabei gewesen. Außer das Megatherium vielleicht. Ja, die Allosaurus. Ja, sind ein paar nette Sachen dabei gewesen, aber nichts, was wir so wirklich brauchen. Leider. Ich denke mal, wir gehen morgen noch einmal los und dann gucken wir wieder. Dann reicht es erstmal. Dann werden wir bis dahin nicht das haben, was wir dringend brauchen. Also Agentavisse. Oder Trodons, der Rest weiß ich im Kopf nicht. Dann gehen wir den Folgetag darauf nochmal los und zähmen dann Vanilla-Dinos, die wir speziell für den S-Ordner brauchen. Und dann widmen wir uns wieder den S-Ordner. Wenn wir morgen das schon zusammenkriegen durch die Trick-or-Treats, dann widmen wir uns übermorgen direkt den S-Ordner.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Denkt daran, wenn ihr nächsten Season mit dabei sein wollt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage auf Steam. Die ersten 5 Leutchen, die mir auf Steam da eine Freundschaftsanfrage geschickt haben, dürfen mit in die nächste Season rein. Plus derjenige, der unseren ersten Dino benannt hat oder den ersten Namensvorschlag für einen Dino gegeben hat auf unserem Kanal, der hat sowieso das Recht, sich verdient, in unseren sämtlichen Seasons mitzuspielen, muss ich dann halt nur eben kurz über Steam dann halt bei mir melden. Und ja, dann kannst du dann immer reinhuschen. Theoretisch kannst du noch in dieser Season mit reinhuschen. Glaub, das lohnt sich nicht mehr wirklich. So weit ist es nicht mehr bis zum Ende. Aber nichtsdestotrotz, ne, wenn da Interesse dran besteht, hast du natürlich die Möglichkeit. Gut, gut, gut. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Das soll es erstmal, wie gesagt, für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Noel, guck mal, so ist es doch schöner. So ist schöner, Noel. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, hau da rein, gib da Gas und hab da Spaß. Und auf Wiederwinkel. Tschüss. Kann man das sehen? Ich glaube, das kann man sehen.